Und weiter geht's mit Dragons, Aufstieg vom Berg. Wir checken erstmal unsere Drachen ab und schicken die neue los. Ich gehe einfach mal schnell durch, dass wir das dann gemacht haben. Außerdem möchte ich euch in dem Video heute zeigen, wie mein flüsternder Tod zum Titandrache wird. Da bin ich mal gespannt, ob wir das auf der Reihe kriegen. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Ihr werdet jetzt so gleich noch live dabei sein, wenn ich das probiere. Also vom Titantraining ist er ja zurück. Und dann checken wir das einfach mal ab. So, die Drachen haben wir losgeschickt. Jetzt können wir hier noch ein paar losschicken. Hier den Sturmpfeil. Dann haben wir hier unseren Schockdrachen. Den lassen wir Fisch sammeln. Hier unten haben wir unseren Rumpelhorn. Der ist auf Level 14 zurzeit. Dann haben wir jetzt hier unsere Titandrachen. Wie ihr seht, also eben mal der Hackadu. Dann haben wir hier drei tödliche Nadder hier am Start. Die sammeln natürlich alle Fisch. Weil Fisch ist auf jeden Fall sehr notwendig, um meine Drachen zu pimpen. So, jetzt habe ich erstmal alle Drachen losgeschickt. Jetzt checken wir erstmal kurz ab, welchen Drachen wir noch in der Akademie stoppen können. Also wie ihr seht, ist noch ein Drache drinne. Der Groove hier, der ist noch 15 Stunden am Start da in der Akademie. Und da schicken wir jetzt auf jeden Fall noch einen anderen Drachen hin. Da würde ich sagen, nehmen wir hier unseren Schockdrachen, den Sigma, zurück. Dann schicken wir den für 8 Stunden zum Training. Unseren Regenschneider können wir erstmal aufpimpen. Dann pimpe ich den auch gleich komplett bis ins nächste Level. Der ist jetzt auf Level 30. Dann können wir den nämlich als nächstes mal zum Training schicken in der Akademie. Der sammelt jetzt erstmal Fisch. Kann er auch Holz sammeln? Nee, kann er nicht. Dann nimmt er Fisch. Ist perfekt so. Jetzt könnten wir noch mal kurz gucken, ob noch ein Drache hier irgendwo rumschwirrt, der nichts macht. Und dann checken wir einfach ab. Ah, gut, wir haben auf jeden Fall das Sägewerk und na, hallo. Und die Fischhütte haben wir alle drei vollkommen ausgenutzt. Das ist schon mal gut. Jetzt können wir mal hier oben gucken. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Mission, und zwar suche zweimal einen Donnertrommler in der Schwarzherzbucht. Alles klar, das müssen wir noch machen. Dann müssen wir hier noch Material sammeln. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr so viel, haben wir eigentlich schon eine Menge gesammelt. Dann müssen wir noch einen wahnsinnigen Zipper auf Berg besitzen. Das kriegen wir, denke ich mal, auch noch hin. Nur, wie gesagt, jetzt ist gerade so ein Event, deshalb kann ich meinen Ohnezahn nicht anders einsetzen und den keinen anderen Drachen suchen lassen. Wir haben hier im Event den Skrill, den Sturmschneid und Dagos Grill. Also sind echt drei richtig coole Drachen, wenn wir mal hier vergleichen, was die so sammeln. Sind die echt alle drei cool. Mein Lieblingsdrache von denen ist der Skrill. Trotzdem ich optisch den Sturmschneid am coolsten finde. Ich habe jetzt aber erstmal den gesucht, also 10 Stunden dauert es dann jeweils. In 4 Stunden kommt da zurück unser Ohnezahn, und dann checken wir mal ab, ob wir was bekommen haben. Außerdem können wir hier mal gucken, hier können wir Wikingerhäuser bauen, also eh mal einen Marktplatz. Davon können wir zwei Gebäude bauen und einen Wasserturm. Der Marktplatz kostet 18 Millionen und dauert einen Tag und 4 Stunden, um den Marktplatz dahin zu bauen. Der Wasserturm kostet 28 Millionen und dauert 2 Tage, bis er fertig ist. Gut. Dann haben wir hier, wie gesagt, im Bruthaus 2 Slots, habe ich jetzt. Finde ich auch ganz cool. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wer von euch noch einen zweiten Slot hat oder so. Ja, vielleicht hat einer so ja einen dritten Slot. Genauso wie hier in der Akademie habe ich ja auch 2 Slots freigeschalten. Vielleicht hat einer von euch auch 2 oder vielleicht so ja 3. Schreibt es mal in die Kommentare. Und schreibt auch mal rein, ob ihr bereut, dass ihr gemacht habt, oder ob ihr immer wieder machen würdet. Jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal weiter, welchen Drachen wir hier noch pimpen können. Da würde ich sagen, ja, den können wir erstmal zurückziehen und schicken den gleich mal zum Titantraining. Das dauert jetzt 2 Stunden 14 Minuten, bis er zurück ist. Drückt mir die Daumen, mit ein bisschen Glück haben wir dann noch einen Titandrache. Jetzt würde ich sagen, pimpen wir. Den könnten wir noch aufpimpen. Ja, ich würde sagen, den pimpen wir hier auf. Jetzt haben wir unseren Funkenhüstler auf Level 42 gepimpt. Den können wir jetzt auch losschicken, ein bisschen Material holen. Ich würde sagen, der besorgt uns Holz. Dann können wir auch gleich nochmal unseren Schädelbrecher aufpimpen. Den können wir jetzt nämlich auch zum Training schicken. Der kann jetzt auch erstmal nochmal Fisch besorgen, ein bisschen.
So, jetzt haben wir noch 623.000 Fisch. Damit können wir eigentlich nicht so viel anfangen. Wir könnten aber mal unsere Drachen durchgehen. Den könnten wir zum Beispiel auf Level 50 pimpen. Das mache ich auch gleich. Und dann schicke ich den gleich wieder Fisch holen. Jetzt haben wir unseren Fisch gut auf den Kopf gekloppt. Holz haben wir auch nicht mehr so viel. Also 2 Millionen Holz. Davon können wir uns auch nicht wirklich was kaufen. Wie gesagt, unser Material ist erstmal weg. Hier in 2 Stunden und 13 Minuten kommt unser Wechselflügler jetzt wieder. In der Akademie sind 2 Drachen zum Training. Einmal der Gruff, der braucht noch 15 Stunden. Und dann haben wir den Schockdrachen hingeschickt. Der ist in 8 Stunden und 25 Minuten zurück. Dann ist er auf Level 34. Der Gruff, der ist dann auf Level 43, wenn er zurück ist. Also langsam wird es was, würde ich sagen. Jetzt haben wir hier noch einen tödlichen Nadder auf 49, einen Nadder auf 52, noch einen Nadder auf 52, noch einen Nadder auf 52. Also wie ihr wisst, ist ja ab Level 52 sind die Drachen Titandrachen. Also habe ich 3 Nadder hier als Titandrachen. Dann den Hakadu auf 52 ist auch ein Titandrache. Und den Holzklau auf 52 ist auch ein Titandrache. Also sind schon mal 5 Stück hier. Dann haben wir hier unten den Rumpelhorn auf Level 14. Den pimpen wir eben mal noch auf. Dann haben wir den Fischgler auf den Kopf gekloppt. Dann checken wir hier oben weiter ab. Der Schockdrachen ist auf Level 52, also auch ein Titandrache. Jetzt haben wir schon mal 6. Jetzt haben wir noch einen Sturmfeil auf Level 46. Hier ist dann noch ein Nadder auf Level 49. Dann haben wir hier noch einen Hakadu auf Level 52, also auch ein Titandrachen. Das ist der 7. bei mir jetzt. Der 8. Titandrache ist der tödliche Nadder hier. Dann haben wir noch einen Nadder auf Level 50 und den Groove auf Level 42. Der ist bald auf Level 43. Außerdem trainiere ich gerade den Schockdrachen, wie ihr seht. Der ist auch bald auf 34. Dann können wir hier oben mal weiter gucken. Dann haben wir hier noch einen riesenhaften Albtraum auf Level 52. Das ist jetzt der, was ist denn das, der 8. Titandrache. Ich gehe mal kurz durch. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Titandrachen habe ich bis jetzt auf Berg. Jetzt könnte das der 10. werden, der flüsternde Tod, und der Wechselflüger könnte der 11. werden. Hier haben wir noch einen Schädelbrecher auf Level 33 und einen Krallenkrabbler auf Level 38. Außerdem haben wir hier oben noch einen Regenschneider, der ist auch schon auf Level 30. Den könnten wir dann auch in der Akademie stoppen als nächstes. Und dann haben wir noch den Funkenhüstler auf 42, den könnten wir auch in der Akademie zum Training schicken. Gut, jetzt checken wir erstmal unseren flüsternden Tod ab und hoffen natürlich, dass es ein Titandrache wird. Also eigentlich sieht es gut aus, jetzt kann eigentlich nichts mehr anbrennen, aber mit meinem Glück kann es auch nach hinten losgehen. Yes, wir haben den nächsten Titandrachen am Start. Mal gleich mal ein Foto von, der sieht nämlich richtig geil aus. Jetzt gehen wir auf weiter. Jetzt checken wir den mal von nahen ab. Also optisch sieht der wohl richtig geil aus, der Drache. Jetzt sammelt er auch schon ganz gut, finde ich. Den schicken wir gleich mal los, ein bisschen Holz holen. Also ist ein cooler Drache auf jeden Fall. Der gefällt mir richtig gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Drachen ich als nächstes zum Titandrachen machen soll. Also jetzt habe ich erstmal den Wechselflügler und dann haben wir ja noch ein paar. Also den Krallenkrabbler, der ist zwar sauteuer, aber den will ich auf jeden Fall auch nochmal als Titandrache irgendwann besitzen. Dann haben wir einen Schädelbrecher, den riesenhaften Albtraum haben wir schon. Den Regenschneider, den Funkenhüstle. Dann haben wir hier noch einen Schockdrachen am Start, der noch kein Titandrachen ist. Der tödliche Nadder, dann der Gruff. Dann gucken wir gleich mal hier unten weiter, wen wir hier noch zum Titandrachen pimpen könnten. Da könnten wir auch noch einen Nadder nehmen. Dann den Sturmpfeil und den Rumpelhorn. Also das wären auch noch Optionen. Hier oben habe ich auch noch einen Nadder, den ich zum Titandrachen trainieren kann. Jo, auf jeden Fall sind das noch ein paar, die ich zum Titandrachen machen kann. Ihr könnt ja mal reinschreiben, welchen Titandrachen ihr habt, welchen ich noch nicht habe. Also ich habe hier den flüsternden Tod. Dann hoffe ich bald, dass ich den Wechselflügler habe. Dann haben wir hier halt ein paar Nadder, den Hakadu. Hier ist auch noch ein Nadder, noch ein Nadder und noch ein Nadder. Dann haben wir hier noch einen Schockdrachen, einen Hakadu und einen Holzklau. Ihr könnt ja mal reinschreiben, welchen Drachen ihr, wie ihr sagt, als Titandrache habt, den ich noch nicht habe. Aber vielleicht habe ich auch einen, den ihr nicht habt. Schreibt das mal in die Kommentare.
Und schreibt auf jeden Fall auch rein, was ihr euch wünschen würdet, welchen Drachen ich als nächstes zum Titanendrache trainiere. Das würde ich dann nur probieren zu machen und zeige euch das dann in den nächsten Videos irgendwann. Gut, ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Wenn ja, dann vergesst das Teilen nicht. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann abonniert mich. Bis dann, ciao.